ich war immer der Kleinste. Auch wenn man es jetzt nicht glaubt, ich bin immerhin 1,91, aber ich habe mich immer durchsetzen müssen, weil ich immer dabei sein wollte bei den Ödern. In meiner ganzen Siedlung waren nur Ödere. Und da habe ich dann kämpfen gelernt. Ich möchte sagen, dass ich als Kleiner was schaffe und mehr schaffe als wir andere. Ne? Und von dort an ja, ist im Prinzip die Post abgegangen und habe eben alles dem Ziel untergeordnet, dass ich Fußballprofi werden möchte. Na, im Prinzip habe ich mit 19 den Profivertrag unterschrieben und da war ein bisschen eine Orientierungslosigkeit war da. Weil ich habe das Ziel erreicht und was ist jetzt? Und da habe ich Gott sei Dank meinen Karrierebetreuer kennengelernt. Das hat ein bisschen den Anfang genommen in dem autogenen Training, was ich gemacht habe. Das hat mir meine Mutter eben zugeführt und den Kontakt gelegt. Das hat mir eigentlich ganz gut geholfen. Und da habe ich eigentlich immer mehr die Idee entwickelt, hey, man muss ja nicht nur den Körper trainieren, sondern eben auch den Geist trainieren. Ne? Und 2000 war es, glaube ich, hat dann Austria einen Mentaltrainer gekriegt. Mit dem haben sie natürlich nicht wirklich was anfangen können, weil der wollte Erfolg. Und da habe ich natürlich dann zugeschlagen. Ne? Und ich bin dann auf ihrem zugegangen und habe gesagt, du willst mit mir zusammenarbeiten, ich möchte große Karriere machen. Ich bin ein Disziplinfanatiker und habe wirklich immer geschaut, wo kann ich mich optimieren und wo kann ich besser werden, auch abseits jetzt vom grünen Rasen. Ich habe mit 12 Jahren eigentlich mir das Ziel gesetzt, dass ich Fußballprofi werden will und Nationalspieler werden will. Und von dort an habe ich eigentlich alles untergeordnet. Also ich habe wenig mit Freunden gemacht. Ich bin immer schlafen gegangen zu einer gewissen Zeit, dass ich genug Schlaf kriege. Dann habe ich, so gut es gegangen ist, von meinem Wissen her geschaut, dass ich bei der Ernährung drauf schaue, dass ich nicht zu viel Fett ist und dass das auch immer alles passt. Und habe halt zusätzlich trainiert. Also wenn es gegangen ist, wenn jetzt kein Mannschaftstraining war, habe ich immer im Ball geschnappt, bin aufs Rad gestiegen und ab die Post am Fußballplatz und Zusatztrainingseinheit. Schulausbildung habe ich ja gemacht. Ich habe eine Lehre gestartet bei der Firma CKW in Wieselburg. Anlagenmonteur, das ist eine Mischung von Schlosser und Elektromonteur. Habe aber dann eben das Angebot von der Austria aus Wien gekriegt, mit dem Wechsel nach Hollerbrunn in die Schule und ins Sportinternat dort. Und im Prinzip ja, bin ich Elektroinstallateur oder Elektrotechniker. Habe dann relativ schnell gesagt, nach dem FA Cup-Sieg, hey, eigentlich für mich war es das. Also mehr kann ich von mir aus nicht erreichen. Und das passt. Die ganze Familie war anwesend beim Finale in London. Das hat super gepasst. Und ja, eben 2 Monate drauf habe ich dann die Karriere beendet. Und für mich war das abgeschlossen. Also ich habe jetzt da nicht das Gefühl, dass ich noch irgendwo spielen muss, gerade halber oder irgendwas. Also ich habe da eh genug Energie investiert, war eh anstrengend genug. Natürlich ein bisschen Erfindungsphase braucht, ist ja ganz klar, wenn man eben gute 20, 25 Jahre eben in einem Bereich tätig ist, aktiv tätig ist, dass man da mal sucht und mal schaut, was machen wir jetzt nach dieser Zeit. War schon ein bisschen eine schwierige Umstellung eben auch mit der Familie, weil ich da viel unterwegs war, wenig daheim war. Aber letztendlich habe ich mich jetzt gefunden im letzten Jahr im Bereich Karriereberatung, Betreuung, Karrierebetreuung, Planung, weil ich einfach gesehen habe, die Erfahrungen, die ich selber gesammelt habe, die möchte ich weitergeben an Junge und ihnen helfen, eben auch in diesem Bereich Karriere zu machen. Bin ich glücklicher Familienvater von 5 Kindern und es war immer ein großer Bestandteil von mir, eben Karriere mit Familie zu machen. Karriere ist endlich und eine Familie kann unendlich sein. Und das war ganz wichtig und das haben wir eben so gelebt. Also nach dem Job, heim, zur Familie und dann ist Familienzeit. Aber da hat die Marlene, meine Frau, irrsinnigen Anteil daran, dass das immer funktioniert hat. Je mehr man in sich selbst ruht, desto leichter kann man diese ganzen äußeren Veränderungen auch mittragen. Und ich kann es jetzt nur von Paul sagen, er hat mich und uns da auf eine Weise unterstützt, die für mich einzigartig war, ganz einfach. Thank you.
was kann man anders machen in einer Karriere? Mir fällt dann immer die Situation ein in England, wo ich eben gefragt worden bin nach einem Match, nach einem Ergebnis, nach einem schlechten, wann das und das passiert war, was war dann rausgekommen? Und da habe ich dann eben geantwortet, listen, when my aunt would have a dick, she would be my uncle. Und die haben sie dann alle angehört. Und das war eigentlich auch immer so mein Leitsatz. Ja, natürlich kann man viel darüber nachdenken, wenn man es erlebt hat, aber das ist ja dann schon vergangen. Und man, natürlich, aus Fehlern sollte man lernen, das soll man mitnehmen. Aber jetzt da eben alles in Frage stellen, ist nicht ratsam. Also ohne Leidenschaft, persönlichen Einsatz, vergiss es, mach was anderes. Wenn das nicht dabei ist, die Leidenschaft und der persönliche Einsatz, dass ich es wirklich persönlich gern mache, mit Herzblut dabei bin, dann ist nicht das Richtige.